Hi, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ron Alex Briefmarkenecke. Bei Briefsendungen zum Schaden der Post oder Fälschungen denkt man doch eigentlich ganz klassisch zum Beispiel an die Klassikmarken wie der Bayernkreuzer oder auch der Sachsendreier. Aber gibt es heute in unserer heutigen Zeit immer noch Briefsendungen zum Schaden der Post? Tja, genau dieser Thematik möchte ich euch heute auf den Grund gehen. Und hierzu habe ich euch folgenden Umschlag auch mitgebracht. Auf dem abgebildeten Umschlag, wie ihr sehen könnt, schön freigemacht mit der Dauerserie Blumen. Diesen erhielt ich jetzt, nachdem ich bei eBay etwas ersteigert hatte, von einem Händler. Auf den ersten Blick sieht der Umschlag wirklich normal aus und auch die Briefmarken zeigen eigentlich keine Auffälligkeiten. Doch wenn man die Marken auf dem Umschlag jetzt etwas genauer betrachtet, so fällt auf, dass bei den beiden rechts hier abgebildeten 58 Cent Werten der Kuhschelle, die linke Kuhschelle, sehr, sehr kräftig, die rechte Kuhschelle wird irgendwie ausgeblichen blass. Weiterhin ist der Zahn links unten abgelöst. Dies kann jetzt natürlich immer wieder passieren, wenn der Brief im Briefzentrum bearbeitet wird. Bei einer selbstklebenden Marke kann der Zahn zwar abgedrückt werden, wie hier abgebildet, aber er klebt immer noch. Bei der hier abgebildeten 58 Cent Kuhschelle hat der linke untere Zahn überhaupt keine Klebewirkung mehr. Betrachten wir uns jetzt nun die beiden 62 Cent Werte, die Pfingstrose. So erkennen wir auch hier wieder, das Markenbild der beiden Pfingstrosen unterscheidet sich doch etwas stärker voneinander. So wirkt das rechte Markenbild jetzt bedeutend grobkörniger, das linke jedoch feiner. Betrachtet man jetzt auch die Werteinprägung 62 links, so wirkt diese bedeutend heller als die 62 rechts. Das gleiche gilt jetzt auch für die Kuhschelle. 58 links wird irgendwie ausgeblichen, 58 rechts bedeutend satter. Wie ihr also sehen konntet, es gibt durchaus Unstimmigkeit bei den Briefmarken, die sich auf dem Umschlag befinden. Doch Unstimmigkeiten bedeutet jetzt nicht, dass es sich hierbei um Fälschungen oder sonst etwas handelt. Doch wie kann man jetzt herausfinden, ob hier etwas nicht stimmt? Zum einen könnte man den Umschlag jetzt natürlich an einen Prüfer senden. Dies macht jetzt aber bei diesem Umschlag, ja, mit modernen Markenausgaben, ja eigentlich überhaupt keinen Sinn. Oder man schaut sich die Briefmarken einfach mal unter UV-Licht an. Hier jetzt zu sehen die 58 Cent Kuhschelle unter UV-Licht. Die Bilder sind unscharf, aber das ist in diesem Fall jetzt nicht wichtig. Wir erkennen die rechte Kuhschelle, die UV-fluoreszierende Schicht unter dem UV-Licht. Die Marke leuchtet. Doch was ist mit der linken Marke los? Wir sehen, dass diese nur zu einem kleinen Teil bzw. ja, der rechte untere Teil UV-fluoreszierend ist. Der andere Teil reagiert überhaupt nicht auf das UV-Licht. Als nächstes werfen wir nur einen Blick auf den 62 Cent Wert und auch hier erkennen wir, die rechte Marke hat fast keine UV-fluoreszierende Schicht mehr. Dabei erkennen wir bei dem Wert links daneben jetzt aber, dass die Marke nur zur Hälfte UV-fluoreszierend ist. Weiterhin sieht es aus, als wäre die Marke wie mit einem Pinsel überstrichen worden. Betrachten wir nun das ganze Bild, so könnt ihr hier jetzt die Marken erkennen und darunter die Marken unter dem UV-Licht. Dabei fällt ganz klar auf, einige Marken sind noch UV-fluoreszierend, einige andere Marken nicht. Doch wie kann es jetzt dazu kommen, dass die UV-fluoreszierende Schicht verloren geht? Es ist bekannt, dass in großem Maße Marken in Deutschland aufgekauft werden, nach Ostblockstaaten verschifft werden und dort chemisch Stempel entfernt werden. Und wenn wir die Marken jetzt betrachten, so sieht es durchaus aus, als wäre hier chemisch versucht worden, der Stempel auf der Marke zu entfernen. Genau das würde zum Beispiel auch genau diese Pinselstrichformationen auf dem 62 Cent Wert erklären. In den AGBs der Deutschen Post ist aber ganz klar beschrieben, dass Briefmarken ohne Stempelabdruck, die aufgedruckt oder bereits verklebt waren und dann zum Beispiel aus Briefumschlägen oder Postkarten ausgeschnitten oder von ihnen abgelöst wurden, dürfen nicht dazu genutzt werden, Sendungen zu frankieren. Aber dies ist genau bei den zuvor gezeigten Marken natürlich der Fall. Hierbei wurde nicht nur die Marke abgelöst, sondern der Stempel wurde augenscheinlich, der sich darauf befand, auch chemisch entfernt.
Nachdem jetzt klar ist, dass bei diesen Briefmarken etwas manipuliert wurde zum Schaden der Post, habe ich natürlich auch den Verkäufer angeschrieben, einen gewerblichen Händler, und ihn auf diesen Umstand hingewiesen. Ich habe daraufhin auch eine Antwort erhalten, die ich euch jetzt natürlich nicht vorenthalten möchte. Der Händler hat geschrieben: Ja, Sie haben schon richtig getippt, ich habe die Marken aus einem Ostblockland. Ein Angebot, das ich eigentlich schon seit 2 bis 3 Jahren benutze. Denn mit 30-50% Rabatt, da ist häufig mehr verdient als an den Briefmarken, die häufig unter meinem Einkaufspreis verkauft werden. Wenn man dann am Schluss noch die Steuer in Klammer Frau Merkel zuschlägt, dann blutet der Geldbeutel. Es geht weiter. Ich muss aber unbedingt die zum Glück nur sehr wenig behandelten Marken aussuchen und zurückgeben. Fast alle dieser gekauften Marken sind ungestempelt beim Empfänger angekommen und somit einwandfrei, nur eben ohne Gummi. Wäre dies jetzt der Fall, dass die Marken wirklich nur ohne Gummi wären, bedeutet dies ja natürlich, dass die Marken beim Ablösen in einem Wasserbad auch ihre UV-fluoreszierende Schicht verlieren würden. Tja, da werfen wir doch mal einen Blick in meinen Doublettenbestand der Bundesrepublik Deutschland mit abgelösten Marken und schauen, ob denn dort auch die fluoreszierende Schicht beim normalen Wasserbad mit abgewaschen wurde. Hier ein Blick nun in mein Album Bundesrepublik Deutschland. Links zu sehen Michelnummer 1972, Jahrgang 1998, der 110 Pfennig Wert. Wie ihr sehen könnt, links der Wert ist postfrisch. Und rechts daneben haben wir nun 2 Marken, die ich im Wasserbad von einem Brief abgelöst habe. Wie hier sehr schön zu sehen ist, die UV-fluoreszierende Schicht geht bei einem normalen Wasserbad keinstenfalls verloren, sondern die Marke strahlt genauso UV-fluoreszierend wie zuvor. Wie ihr also sehen konntet, allein durch ein einfaches Wasserbad wird ganz sicher keine UV-fluoreszierende Schicht von einer Briefmarke mit abgewaschen. Betrachtet man jetzt auch die Aussage des Verkäufers: Ich muss aber unbedingt die zum Glück nur so wenig behandelten Marken aussuchen und zurückgeben, bedeutet, ihm ist durchaus bewusst, dass hier nun die Stempel, die sich zuvor auf der Briefmarke befunden haben, chemisch entfernt wurden. Wie ihr also sehen könnt, es gibt auch heute noch wirklich Briefe zum Schaden der Post, und der gezeigte ist hierfür ein sehr, sehr gutes Beispiel. Persönlich finde ich es wirklich schade, dass ein gewerblicher Händler dann auch noch wirklich zu solchen Mitteln greift, um seinen Gewinn zu maximieren. Und damit wären wir auch schon am Ende unserer heutigen Ausgabe, nämlich Briefsendung zum Schaden der Post, angekommen. Ich hoffe, der kurze Exkurs war interessant für euch und ihr könnt jetzt selber auch nachprüfen, ob bei den Marken, die sich auf dem Beleg befinden, hier vielleicht etwas manipuliert wurde. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, zackige Grüße und bis zum nächsten Mal. Also bis dann, tschüss!